Im heutigen Tag täglich ist Frank bereits im mehr oder weniger verdienten Weihnachtsurlaub, kann also gleich nicht durchs Bild laufen, hat mir aber nichtsdestotrotz in seinem Klebestreifenwahn gestern ein ganz tolles Andenken hinterlassen. Freue ich mich sehr drüber. Tech-Themen gibt es auch gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatech. Ich bin Armin, Tech täglich vom 20.12. Frank, wie gesagt, nicht da. Ich habe sein Erbe hier in Form eines schön dekorierten Tech täglich Tisches, freue ich mich sehr drüber und damit ist er natürlich im Geiste bei uns. Zumal traurig, weil gestern hatten wir darüber geredet, dass die Leser, Zuschauer uns doch mal Raps statt Gedichte einsenden sollen. Haben viele gemacht, hätte ich jetzt gern von Frank vorrappen lassen. Ist er nicht da, muss ich nachher machen. Ich kann überhaupt nicht rappen, aber ich guck mal, was wir da hinkriegen. Erstmal aber zu den Tech-Themen. Und da lesen wir unter giga.de/tech. So ist unsere URL. Gigatech ohne DE, giga.de/tech. Das ZDF hat eine Doku über Amazon gemacht. Also Amazon als ganzes Unternehmen und hat sich in diesem Zuge auch mal den Sprachassistenten Alexa angeschaut und kommt da zu dem Ergebnis, dass das ja wahnsinnig gefährlich sei. Und zwar geht es konkret darum, dass der Alexa bei einer Familie mal geparkt wurde und die haben das dann mal eine Zeit lang ausprobiert und dann hat man denen gezeigt, wie sie über ein Feature Dinge, die sie vor 4 Monaten mal gesagt haben, abhören können und sind dann ganz schockiert darüber, dass ihre Spracheingaben auf den Amazon-Servern gespeichert sind. Natürlich ist das so und das wird auch nicht jedem recht sein und das ist was man bedenken muss, wenn man solche Sprachassistenten benutzt. Es ist nun aber nichts, was Amazon verschweigt. Also da hat das ZDF jetzt nicht irgendwie einen wahnsinnigen Skandal aufgedeckt, sondern Amazon geht damit ganz offen um und sagt, Spracheingaben bleiben auf unseren Servern gespeichert. Die werden natürlich nicht veröffentlicht oder so, aber die bleiben da grundsätzlich gespeichert. Und man hat als User aber eben auch über bestimmte Features die Möglichkeit, sich die anzuhören. Und meines Wissens kann man die auch löschen. Also man kann seinen Sprachsuchverlauf löschen. Das ist bei Google übrigens genauso, beim Google Home. Dessen muss man sich halt bewusst sein und sich anhand dieser Tatsache überlegen, ob man so einen Sprachassistenten sich in die Wohnung stellen will. Zuhören tut er natürlich immer, weil er wartet ja darauf, dass man das Hotword sagt, eben hier Alexa oder okay Google oder sowas. Speichern tut er natürlich nicht alles, was gesprochen wird, aber klar, zwischendurch kann da mal was gespeichert werden und alles, was man nach okay Google oder hey Alexa sagt, wird auch gespeichert auf den Servern und wer das nicht möchte, der darf sich halt keinen Sprachassistent in die Wohnung stellen. Wie genau sich das verhält, was in dieser Doku sonst noch so über Alexa stattfindet und wo ihr die angucken könnt, das lest ihr unter giga.de/tech. Und dann schauen wir mal ins Apple-Ressort, auch sehr interessant. Normalerweise ist Apple eher das Unternehmen, das andere Unternehmen vor allem aus Fernost verklagt, oder naja, Apple verklagt eine Menge Unternehmen wegen vermeintlichem Ideenklau und Plagiaten und sowas und hat in dieser Hinsicht zuletzt oft mit Plagiaten zu tun, die im chinesischen Raum entstehen. Also da wird Apple sehr viel kopiert. Jetzt haben wir mal den umgekehrten Fall und zwar hat ein chinesisches Unternehmen jetzt Apple wegen Ideenklau verklagt und es geht um das Logo des App Stores. Das wurde von Apple jüngst geändert. Also vormals war das Logo ein A, das besteht aus einem Bleistift, einem Pinsel und einem Lineal. Und diese drei Elemente übereinander gelegt geben ein A, ein stilisiertes A. Jetzt hat Apple das Logo modernisiert, kann man sagen. Und dieses A ist immer noch da. Allerdings besteht das jetzt nicht mehr aus Bleistift, Pinsel und Lineal, sondern einfach nur aus drei Balken, die so übereinander gelegt sind. Und das wiederum erinnert das chinesische Unternehmen Modelabel Con, K-O-N, stark an sein eigenes Logo. Das besteht nämlich auch aus drei schwarzen Balken, die so übereinander gelegt sind. Und die haben jetzt gesagt, ja, das geht ja mal gar nicht. Und was wollen sie von Apple? Geld. Natürlich wegen vermeintlichen wirtschaftlichen Einbußen. Also kurios, wir wissen nicht, ob die damit durchkommen. Sind uns gerade auch noch nicht so ganz einig, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Also ja, die Logos sehen sich jetzt schon sehr ähnlich und offensichtlich ist das Logo von Con das ältere. Inwieweit Con da jetzt unter wirtschaftlichen Einbußen gelitten hat, dadurch, dass Apple gerade erst das Logo des App Stores verändert hat. Okay. Da kann man sich drüber streiten. Lest ihr unter giga.de/apple. Im Android-Ressort hat sich das S9 Plus gezeigt, sondern ist das S9 Plus das erste Mal in einem Benchmark aufgetaucht, nämlich im Geekbench. Und die Ergebnisse sind vielversprechend, zumindest für Android- und Samsung-Fans. Wir erinnern uns, das Samsung Galaxy S8 hatte im Geekbench im Single-Core 2100 und im Multicore 7100 Punkte erreicht. Das S9 Plus erreicht jetzt mit einem Snapdragon 845 an Bord, darf man an Bord sagen?
An Bord darf man, glaube ich, sagen. An Bord 2422 im Single Core und 8251 Punkte. Was ist hier auch verglichen mit dem iPhone X? Was erreicht das? Das weiß ich jetzt nicht. Also ist es jetzt damit so schnell wie ein iPhone X oder noch nicht? Wissen wir nicht. Hier. Nee, kann es nicht. Das iPhone X ist viel, viel schneller. Hat nämlich 4200 Punkte im Single und 10300 Punkte im Multicore. Tja, schade. Also doch keine guten Nachrichten für Samsung und Android-Fans. Die genauen Werte lest ihr unter giga.de/Android. Dann haben wir noch einen Deal. Und zwar gibt es das, gestern hatten wir schon das iPhone X in der Vertragsübersicht bei verschiedenen Providern. Was kostet es da eigentlich? Und heute, als ob man bei Vodafone uns zugehört hatte, setzen die noch so richtig einen drauf. Das iPhone X gibt gerade mit einem 6 GB LTE-Vertrag. Für einen ziemlich geilen Preis kostet ja eigentlich, wenn man es nur so mit 64 GB kauft, 1149 Euro. Wenn ihr das mit einem Vodafone-Vertrag kauft, der eben diese genannten 6 GB LTE, Allnet und SMS-Flat und sowas alles hat, zahlt ihr 249 für das iPhone selber und dann nochmal 51,99 im Monat. Das ergibt dann über 24 Monate, ist nämlich die Mindestvertraglaufzeit, einen Gesamtpreis von 1496,76 Euro. Das heißt, wenn ihr diese 1149 Euro für das iPhone abzieht, dann bleiben danach 14,49 monatlich übrig. Das ist natürlich für 6 GB LTE-Flat und Allnet-Flat und SMS-Flat ziemlich günstig. Also, wenn ihr ein großvolumiges Datenpaket haben möchtet und einen Vertrag in einem Vodafone in einem sehr, sehr guten Netz und das iPhone X möchtet, dann könnt ihr euch das mal angucken unter giga.de/Deals. Unsere Deal-Expertin Monika empfiehlt das wärmstens. So, und jetzt hatte ich schon gesagt, gestern hatten wir aufgerufen, schreibt uns Diss-Raps zum Tagtäglich. Und wir fangen mal an. Der Christian H., der hat keinen Diss-Rap, sondern der hat erstmal einen Limerick, weil ich hatte gesagt, das Limerick ginge natürlich auch. Ein Limerick ist ja eher so ein launiges, kurzes Gedicht. Da hat der Christian H. geschrieben, Achtung, ich werde hart gedisst jetzt, sowohl in dem Limerick als auch in den Disses. Bei Tagtäglich tut der Armin News rauskloppen, trinkt dabei seinen Kaffee shoppen. Ab und zu kommt auch der Frank daher, erzählt uns noch viel mehr. Zusammen sind sie nicht zu toppen. Toll, da wurde ich jetzt nicht gedisst. Ein schöner Limerick, Christian H., vielen Dank. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Und zwar Techboss. Beide, also es kommt jetzt gleich noch ein Rap-Diss, beide sagen natürlich, hey, ist nur Spaß, ihr wolltet ja einen Diss haben. Also nicht jetzt diese beiden Verfasser dieser Diss-Raps bitte dissen. Techboss schreibt, dieser Tagtäglich war mal wieder zum Kotzen, weil alle nur blöd in die Kamera glotzen. Am 19.12. kommt kein guter Tagtäglich, denn die Themen waren auch sehr kläglich. Ich hoffe, ich vergesse sie und erinnere mich daran nie. Sehr schön, Techboss, sehr schön, ja. Sehr gut. Und dann haben wir noch einen Diss-Rap von Thorsten Kniep, der geschrieben hat. Jeden Tag quasi täglich scheitert dieser Amir kläglich. Kein Talent, großes Ego, Fake und Plastik, so wie Lego. Was gibt's Neues, was ist passiert? Wir erfahren es selten, aber Amir hat sich nicht rasiert. Highlights sind die Kommentare und das Resultat lange Haare. Erst Glatze, dann Hippie-Friese, Giga macht Profit, das Niveau macht miese. Keine Angst, bin gleich fertig, was reimt sich da? Amir ist bärtig. Thorsten Knieb, das ist ein Wahnsinnsguter. Also du solltest wirklich eine Karriere als Rapper erwägen. Finde ich richtig gut. Ich weiß nicht, ob Frank das jetzt hier im Urlaub guckt oder ob der komplett sein Internet abgeschaltet hat, aber wenn er es guckt, Frank, kommentier doch mal bitte unter diesem Tag täglich als Antwort auf den Thorsten Knieb, wie gut du das findest und nach deinem Urlaub rappst du das hier mal runter, finde ich. Sehr schön. So, und damit wir jetzt nicht nur gedisrappt haben, gibt es auch noch eine Frage von Dantes Inferno. Welches Handy habt ihr eigentlich? Welches ist euer All-Time-Favorite und welches war eure größte Enttäuschung? Liebe Grüße aus der Schweiz. Ich fange mal an, vielleicht sagt dann auch noch jemand anders was. Also ich habe gerade ein LG G6, mein All-Time-Favorite, also ist glaube ich schon das Gerät, wo ich wirklich immer wieder damals in der Hand hatte und dachte, Mann, tolles Gerät, das ist natürlich zeitbezogen, war das Nexus 5, das erste Nexus 5, also nicht das 5X. Das fand ich richtig klasse und größte Enttäuschung, kann ich ganz gar nicht sagen. Also da fielen mir bestimmt ein paar ein, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich weiß auch nicht, geht es jetzt um, also da könnte ich jetzt natürlich ein paar Geräte, die ich nie besessen habe, weil ich schon gleich zum Release von denen enttäuscht war. Also sagen wir mal, ich finde zuletzt die Pixel-Geräte irgendwie so, da habe ich immer große Hoffnung, ach diesmal wird es geil, dann wird es halt doch nicht geil. Das ist so ein bisschen so eine Dauerenttäuschung bei mir. So, wer wird hier mal in die Runde gefragt? Euer All-Time-Favorite-Smartphone. Sebastian, welches war das beste iPhone? Also,
Aktuell habe ich das iPhone 7, das iPhone X ist aber schon eine Nummer cooler. Ja, also iPhone 7 und iPhone X ist ziemlich, muss ich auch sagen, iPhone X ist ja ein geiles Gerät. Ja. Mein Fail war, Windows 5 oder so. Ja. Da bin ich dann sogar auf das normale Handy wieder zurückgestiegen, weil da wenigstens das SMS-Schreiben ging. Ja. Das war bei Windows nicht möglich. Okay, Windows Phone allgemein ein Fail, Monika? Ja, ich habe das Galaxy S6. Galaxy S6 aktuell? Aktuell, ja, und ich bin immer noch sehr zufrieden. Und das ist dann quasi auch dein Highlight? Das ist auch mein Highlight. Galaxy S6, bestes Smartphone aller Zeiten. Auch die Pixelgeräte. Monika sagt, auch die Pixelgeräte, da könnte mal wieder was Schönes kommen von Google. Bei euch da drüben noch Wortmeldungen? Du hast das 5X und findest du auch geil? Ja. Okay, und ist also dementsprechend auch dein Highlight, dein All-Time-Favorite. Gut. Johann? iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus. Ist auch mein All-Time-Favorite. Auch Highlight. Ich hatte mal ein altes LG, das war aber nicht mein Smartphone. Das war also, Johann hatte mal ein LG Feature Phone, das war nicht so geil. Habe ich jetzt richtig verstanden? Das war nicht so geil, ja. So, also das ist kurzer Überblick, was unsere aktuellen Geräte, was unsere Highlights und unsere größten Enttäuschungen waren. Das war der Tech täglich vom 20.12. Das Gute am Tech täglich ist heute auch wieder, der ist aktuell ein Highlight und eine Riesenenttäuschung. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. So, ich Dödel habe natürlich vergessen, meine Lieblingskollegin Laura hinter mir zu fragen, was ihr aktuelles Gerät, ihr All-Time-Favorite und die größte Enttäuschung war. Laura, du hast jetzt exklusiv die Möglichkeit, das nochmal zu sagen. Exklusiv in das Mikrofon, krass. Okay, also ich war sehr lange beim iPhone tatsächlich. iPhone 6 hatte ich sehr lange, iPhone 4, 3G davor. Und dieses Jahr bin ich dann aber über ein OnePlus-Gerät tatsächlich auf das S8 gekommen. Ach, übers OnePlus aufs S8? Ja, also in... Okay. Und welches ist das Highlight jetzt? Also das S8 dann? Mein Highlight ist das S8. Okay, ja. Gut. Also, dann haben wir die anwesende Redaktion jetzt komplett. Jetzt nochmal schönen Feierabend. Tschüss.